Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Ich befinde mich hier gerade in einer meiner Lieblingsbars in Hamburg auf St. Pauli und mir gegenüber sitzt Danger Dan. Hallöchen. Der am Freitag Reflexion aus dem beschönigten Leben herausgebracht hat. Sein Debütalbum. Wenn man so will, ja. Wenn man so möchte. Ja. Oder die EP, das war doch eine EP dann vor 6 Jahren. Ja, es ist tatsächlich das erste Album, das ich alleine gemacht habe. Aber es fühlt sich irgendwie gar nicht mehr so an wie ein Debüt. Also ein Debüt fühlt sich, glaube ich, immer anders an. Ich habe ja EPs schon alleine gemacht und ich habe halt irgendwie mit den Antilopenplatten rausgebracht. Eine mit Kolja mal sogar ein Album, mit Nemesis ein Album und ja, halt so die Antilopenalben und so. Und irgendwie fühlt sich das gar nicht so debütmäßig an, aber auch ganz offiziell ist es eins. Ja. Das ist mein erstes Album. Ja, man spricht ja, also bei Rappern habe ich eh das Gefühl, dass sie gerne mal Alben als Debütalben sehen, auch wenn es ganz offiziell gar nicht so ist. Ja, also ich kann das aber total verstehen. Ich zum Beispiel hier dieses Trettmann-Album, das ja irgendwie auch wie ein Debüt war oder wo er meinte irgendwie, das ist für ihn wie das erste richtige Album und ich peile das total. Also ich habe ja früher auch so in dieser Reggae Ecke rumgejobbt und mich bewegt und so, hatte den auch noch als sächsischen Mundart-Reggae-Sänger auf dem Schirm. Aber peil total, dass das, was der jetzt gemacht hat, sein Debüt ist. Ich glaube, so eine krasse Wandlung habe ich auf dem Album dann doch nicht hingelegt. Aber es ist okay. Von mir aus sollen alle Leute so viele Debütalben rausbringen, wie sie ihnen gut tut. So. Also treffen uns zu deinem zweiten Debütalbum dann auch nochmal in 2-3 Jahren. Oder ja, so. Wahrscheinlich. Es wird jetzt jedes Jahr ein Debütalbum geben. Ja. Wir haben hier gerade Montag, muss man dazu sagen. Montagabend. Und du hattest, glaube ich, ein krass verrücktes Wochenende, oder? Ihr habt bei Rock im Ring und Rock im Park gespielt. Genau, also mein Wochenende fing Donnerstag an mit einem Konzert, gepaart mit einer Geburtstagsparty und einer Release-Show. Oh, alles Gute nachträglich übrigens. Ja, dankeschön. Genau, im Lido in Berlin. Das war eine Wahnsinnseskalation. Von da aus ging es zu Rock am Ring und von da aus zu Rock im Park. Dann habe ich irgendwie das Bewusstsein verloren und bin quasi hier gerade wieder aufgewacht. Ja. Keine Erinnerung. Ja, doch, ich kann mich an alles Mögliche erinnern. Wir leben auch in einem Zeitalter, wo alles mit Fotos und kleinen Videos archiviert wird. Genau, ich hab nämlich auch, es gibt ja, glaube ich, nur den Antilopengang-Instagram-Account, ne? Ja, richtig. Ich habe keinen eigenen. Und da, das habe ich auf jeden Fall gesehen, dass ihr da auch gut gezecht habt zwischen den Gigs. Also es waren ja nur so, glaube ich, 2 oder 3 kleine Videos, aber da sah es auf jeden Fall so aus. Und dein Facebook-Post von heute lässt auf jeden Fall auch darauf schließen. Ja. Vielleicht muss ich ihn sogar nochmal rausholen. Du hast ja mehrere kleine Ereignisse auf jeden Fall zusammengefasst. Wohl wahr. Vor allem ist dieser Facebook-Post von heute, irgendwie war der komplett falsch geschrieben. Also ich habe dann irgendwie von irgendwelchen Fans, die haben in die Kommentare darunter die Wörter geschrieben, die ich falsch geschrieben habe, ich soll die nochmal richtig schreiben und dann irgendwann habe ich das auch schon mal editiert und dann rief tatsächlich eben auch das Label an und meinte, hör mal, das kann ja keiner lesen und so. Und wir brauchen mal eine Agentur für dich. Ja, wirklich, also das gebe ich ja offen zu, große Rechtschreibprobleme in jedem Wort, das ich schreibe, ist ein Rechtschreibfehler, rap ich auch auf dem Album. Aber das war unter aller Sau geschrieben, was allerdings auch inhaltlich sich dann erklärt hat, warum ich mich da nicht mehr konzentrieren konnte. Also ich hatte Donnerstag, mir wurde zum Geburtstag ein Stripper geschenkt, ein sehr schöner, sehr großer, als Polizist verkleideter Sven. Er nennt sich George Steele. Da klingelt auf jeden Fall jetzt was bei mir. Also das war, glaube ich, das größte Fragezeichen in diesem Post. Ja, das war der absolute Wahnsinn. Plötzlich stand da halt dieser Polizist auf der Bühne und tanzte vor mir und integrierte mich, er wirbelte mich halbnackt durch die Luft, später auch nackt. Und zwischendurch kam Sebastian Krummiegel auf die Bühne. Wir haben ein Duett gesungen. Er hat Fahrrad gespielt von den Prinzen. Ein Mitglied der Prinzen. Das muss man, glaube ich, in diesem Rahmen noch mal kurz dazu sagen. Wohl wahr. Nicht alle haben den so auf dem Schirm. Ja. Ja, das war einfach total skurril. Mir war schon klar, dass es ein anstrengendes Wochenende wird. Ich hatte mir also richtig vorgenommen, dass ich mich halt nicht betrinke und ganz katholisch bleibe. Aber ich habe irgendwann schon auf der Bühne, das war auch 2:40 lang das Konzert, wir haben sehr lange gespielt, irgendwann nur noch gerufen, Schnaps, Schnaps, ich brauche Schnaps, weil ich es gar nicht mehr anders ausgehalten habe, weil es so wild wurde, dass ich mich betäuben musste.
Ja, und habe das dann durchgezogen. Also ist natürlich super geil. Wir haben halt in meinen Geburtstag reingefeiert. Es waren auch ganz viele Freunde da. Dann an meinem Geburtstag am Rock am Ring gefeiert. Und ich habe mir von tausenden Dorftölpeln mit Schlammschuhen Happy Birthday vorsingen lassen. Und eine Kollegin, eine Freundin von mir hat da im Backstage gearbeitet. Deswegen hatte ich einen sehr einfachen Draht zu der Ausstattung. Wir haben uns da mit Riesenrad und Autoscooter Chips und Champagner versorgen lassen und dann da weiter gefeiert. Ja. Und ist auch Champagner vom Riesenrad heruntergetröpfelt. Munkelt man ja. Ja, ne? Dass da einiges runtergeflogen ist. Aber gut, Spund. Spund ist immer wahrscheinlich. Schwund ist immer, ja. Hattest du denn einen dicken Kater? Es hält sich irgendwie erstaunlich in Grenzen tatsächlich. Also ich hatte dann Sonntag auch nochmal ein bisschen Zeit, mich auszukurieren. Mhm. Ich war auf dem Land, bin spazieren gegangen und habe mit Frischluft und Natur es echt versucht. So. Und heute ging es dann heute Morgen ganz früh wieder los. Ich komme jetzt eigentlich gerade aus Kiel und war eben noch bei DJ Mad hier in Hamburg. Ich liebe ja Hamburg sehr. Ja? Ja. Warum? Ich hatte hier immer sehr, sehr gute Nächte. Also auch wer alle Hamburger, die irgendwie bei Antilopen-Konzerten mal waren, die wissen, dass wenn wir hier spielen, wir meistens tierisch am Arsch schon auf die Bühne gehen. Weil wenn wir irgendwie zu früh anreisen, ist ja einfach eskaliert. Also ich habe hier einen echt tollen Freundeskreis, mit dem man gut auf die Piste gehen kann. Ja, das geht ja auch tatsächlich ganz gut. Wobei man sagen muss, das geht in Hamburg nur am Wochenende. Unter der Woche ist meistens schlimm, Katastrophe. Also. Ja, warte mal, es gibt so eine Bar, mir fällt es gleich ein, wie heißt denn die nochmal? Wo ist sie denn? Die ist bei der Mutter um die Ecke, da musst du nochmal 100 Meter laufen, das ist so eine ganz kleine Kellerbar. Mutter um die Ecke, aber dann wahrscheinlich Richtung, also nicht hier Richtung Pauli und so weiter, sondern die Straße weiter runter, wenn man eh schon bei der Mutter ist. Aber naja. Ja, warte mal. Mir fällt es gleich wieder ein. Boah, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Aber auch, weil ich auch immer in den schlimmsten Zuständen... Aber auch die Mutter. Die Mutter ist ja auch ein Loch. Eine grundsolide Kneipe. Das ist so, wenn du sagst, ich gehe noch auf ein Bier in die Mutter, dann bist du am Arsch für Tage. Das, letztens war ich auch da und... wir hatten irgendwie keinen Bock auf Bier, wollten Gin Tonic trinken und dann haben wir so gefragt, was er denn für einen Gin Tonic haben möchte. Und er meinte, kommt drauf an, mit was du möchtest. Und dann, ich habe hier den Gin, den ich immer benutze und so exotische Sachen. Und dann hat er so diese Standard-Gin-Sorten aufgezählt eigentlich. Die waren für ihn aber exotisch auf jeden Fall. Ja. So Bombay oder was weiß ich, was man noch so trinkt. Ich kenne mich mit Gin nicht so aus. So. Aber ich glaube, wenn man jetzt in diese Solette geht und erwartet dann irgendwie einen hipstermäßigen Luxus-Gin, dann ist man auch am falschen Laden. Ja, also komplett. Es gibt einfach Läden, da muss das Bier lauwarm sein und darf keinen Schaum haben, sonst funktioniert das ganze Konzept nicht. Ja, und man kann auch nicht sehr viel weiter als 2 Meter gucken dort. So nö. Durch den Dunst. Das ist auch eigentlich, ja, ist immer korrekter eigentlich. Ich mag's da. Ich sollte mal wieder in die Mutter gehen. Ja, wer weiß, wo wir heute noch landen. Hast du das denn, wenn du so einen fiesen Kater hast, hast du dann auch so ein emotionales Tief? Manchmal sitze ich zu Hause, wenn ich einen Kater habe und denke so, oh, alles scheiße. Also das kann passieren. Ich kann das emotionale Tief aber auch haben ohne Kater. Also irgendwie, das ist bei mir nicht zwangsläufig mit Kater zu verbinden. Es kommt ein bisschen drauf an. Man hat ja manchmal einen Kater einfach nach einer total geilen Nacht, wo man einfach ganz viel Spaß hatte und manchmal hat man einfach sich sinnlos zunichte getrunken. Und wenn man danach dann irgendwie ein emotionales Tief hat, dann liegt das irgendwie total auf der Hand. Ja. Jetzt gerade war das alles total beflügelnd. Also das Wochenende hat halt richtig Bock gemacht. Demnach ist mein Kater auch irgendwie steht unter einem guten Stern. So. Ich habe irgendwie so die Beobachtung gemacht, dass ich irgendwie schon seit mehreren Jahren eigentlich nicht mehr so richtig Kater bekomme, dann wirklich nur in den härtesten Ausnahmefällen und auch vor kurzem so ein paar Nächte, jetzt wo du sagst, so ein paar Nächte gehabt, wo ich wirklich gute Nächte hatte und null Kater gehabt, wenig Schlaf, null Kater, vielleicht liegt es daran, dass man einfach
einfach so ziemlich positive Nächte hatte. Wer weiß, wie alt bist denn du? 27 bald. Ja, ich bin jetzt 35 geworden. Ich schwöre dir, der Stoffwechsel ist mit 35 nochmal anders. Also das Kater-Game fängt erst mit 30 richtig an. Ja. Du hast mit 27 auch schon mal richtig böse Kater. Das weiß ich sehr gut aus eigener Erfahrung. Aber das wird alles schlimmer. Das hält dann auch irgendwann manchmal so 2-3 Tage an. Ja, das kenne ich. Krass. Ja, das kenne ich. Aber ich hatte ja auch eine ganze Zeit, also jahrelang eigentlich immer einen Kater, egal was ich gemacht habe. Und der ist einfach verschwunden. Ja, voll gut. Das freut mich voll für dich. Vielleicht hast du Drogen für dich entdeckt. Kann das sein, dass du seit neuestem irgendwie Drogen nimmst? Ja, ich esse einfach seit Tagen. Ich esse auch nichts mehr. Das habe ich auch so festgestellt. Okay. Einen Apfel in 4 Tagen oder so. Ey Mann, ey, hast zu viel Aschenbecher gehört. Kann das sein? So. Nee. Ach ja. Aber ich wollte eigentlich pass auf, der Bogen jetzt. Mhm. Dein Cover. Ja. Da badet man ja quasi im Selbstmitleid oder so. So habe ich es interpretiert. Hast du so interpretiert? Ja. Spannend. Woran machst du das fest? Ja, vielleicht muss ich jetzt ein bisschen Kontext liefern, weil du das Album ja während einer Therapie geschrieben hast. Ja. Und ich würde jetzt einfach mal so salopp sagen, dass man aufgrund oder das Selbstmitleid ein Grund ist oder ein Mitgrund, eine Therapie überhaupt aufzusuchen oder die Option zu wählen. Weiß ich nicht. Also das gibt ja, das sind ja oder immer das ganz... spielt natürlich, also ein Faktor natürlich ist. Man muss schon irgendwie auch selbst bemerken, dass es einem nicht gut geht. Genau. Aber das Cover ist eigentlich eine ganz andere Anspielung. Soll ich es verraten? Gerne. Also ist auf deine EP auf eine Anspielung auf jeden Fall. Aber da ist auch eine Anspielung. Das Album heißt ja Reflexionen aus dem beschönigten Leben. Adorno. Und spielt an oft, genau. Das ist den Subtitel von dem Adorno-Buch Minima Moralia. Mhm. Reflexionen aus dem beschädigten Leben. Genau. Und da drin ist ein Text, der heißt Cyrillo auf dem Wasser. Und da wird als Gegenentwurf zu so Verwertungslogik einmal ganz kurz scheint der Adorno benutzt, also der versucht da fast immer alles sehr negativ auszudrücken, was er meint. Also er sagt nicht das und das meine ich, sondern er sagt das und das und das und das ist scheiße. Ja. Und dann bleibt mit etwas Glück irgendwie auch eine Utopie noch übrig am Ende. Sonst müsste man ja nicht kritisieren. Ja. Aber da hat er einmal einen Moment, wo er tatsächlich sagt, auf dem Wasser liegen und friedlich in den Himmel schauen, könnte treten anstelle von Prozess und Verwertungslogik im Großen und Ganzen. Ah. Und darauf spielt das Ganze an. Also es ist nicht Selbstmitleid, sondern Entspannung. Ja, aber so habe ich, also das war mein erster Gedanke auf jeden Fall. Ja, okay. Also ich finde es voll spannend. Ich glaube, das Albumcover hat viele Deutungsebenen und auch nicht alle haben diesen Hintergrund oder diesen Text im Kopf. Also auch die den Text kennen, sehen das ja nicht unbedingt da drin, was ich mir da gedacht habe. Deswegen sagt das auch, glaube ich, immer viel, die Interpretation auch viel über den Interpretierenden aus und gar nicht nur über das Kunstwerk. So. Interessiere mich sehr dafür, was die Leute darin so sehen. Da fällt mir auch gerade irgendwie etwas ein, was du zu Nico gesagt hast im letzten Interview zu dem Aversion-Album, dass du es manchmal ganz gut findest, nicht verstanden zu sein und dass du nicht Musik machst, um verstanden zu werden. Nö, das stimmt. Das ist voll in Ordnung, wenn Leute das nicht verstehen oder wenn das irgendwie auch verschieden lesbar ist. Ne? Hm. Zum Beispiel eine andere Interpretation könnte sein, da ist ja unten auf dem Cover noch diese Ölsardinenpackung drauf und in diesem dazugehörigen Lied Ölsardinenindustrie, sage ich manchmal, bekomme ich Lust, von einer Klippe zu springen und soweit es geht in die Wellen, mit dem Horizont irgendwann mit schwimmen und dann mit der Strömung zu treiben, mit der Strömung zu treiben und mit der Strömung zu treiben. Und irgendwie habe ich das Bild auch in dem Cover gesehen. Ah. Ja. Also es gibt so mehrere Deutungsebenen, aber alles in allem ist halt so irgendwie einfach so... Ein bisschen wie so Deutsch-LK, jeder hat recht. Naja, genau. Und die Wahrheit ist am Ende, wir haben halt so ein Stock-Footage gefunden, der sah ganz nett aus, der Mann. Ist übrigens hier für alle Hamburger, wo wir gerade hier sind, im Club Molotow, da hängt irgendwo auch ein Plakat von irgendeinem Konzert, was mal war, wo derselbe Mann wie von dem Cover auch irgendwo mal verwendet wurde. Also das ist nicht mal ein Unikat. Das ist, ist viel mehr intellektueller Überbau, als dem gerecht wird.
wenn man jetzt von Adorno redet. Ah, okay, okay. Du hast es aber ja jetzt beschönigtes Leben genannt. Ja. Weil du eben diese Therapie gemacht hast. Mhm. Also quasi aus dem Beschädigten ein beschönigtes Leben gemacht. Beziehungsweise die Beschönigung auch vielleicht darin bestand, weißt du, wenn man mal eine Therapie gemacht hat, musst du erstmal irgendwie zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin gehen und denen erklären, wer bist du eigentlich so? Ja. Und die Frage fiel mir schon total schwer. Also einfach einmal zu beantworten, wer bin ich überhaupt, und mir da Gedanken drüber machen. Weil immer in meinem Leben, wenn ich mich irgendwo vorstelle, also wenn du einen Lebenslauf schreibst oder auch wenn du einfach nur in einen neuen Kreis von Leuten kommst und du musst dich selbst preisgeben, dann erzählst du immer irgendwie eine recht beschönigte Angelegenheit. Also voll selten würde man in einen Lebenslauf schreiben, ich habe ein Jahr lang gekifft. Man würde halt eher da reinschreiben, Orientierungsjahr, ja, oder genau. Irgend sowas. Und am Ende sitze ich dann da und bin halt in einer Situation, wo ich genau weiß, ich will hier keine Scheiße erzählen, sondern ich will eigentlich wirklich herausfinden, wer bin ich, und jemandem auch sagen, wer ich bin. Und dabei fiel mir auf, so, ich habe so oft in meinem Leben eine beschönigte Version von meinem Leben erzählt, dass ich gar nicht mehr richtig sagen konnte, was ist denn jetzt die wirkliche Geschichte, wer ist denn wirklich Daniel, so. Ja. Und da kam mir irgendwie diese Idee mit dem beschönigten Leben, und es stimmt auch, also ich erzähle ständig Quatsch, ich weiß auch nicht warum, ich übertreibe alle Geschichten, die ich erzähle und so. Ich habe ja die Theorie, dass jeder, egal was er erzählt oder was man immer sowas hört zum Beispiel, ich habe zum Beispiel vor kurzem von der Fingerstatistik gehört, bezüglich eines Festivals, das kann ich gleich mal erklären, das ist eigentlich ein guter Funfact, dass immer so mindestens 30% obendrauf kommen auf irgendwelche Zahlen oder so. Ja. Weil es sich einfach geiler anhört. Ja, also in bestimmten Kontexten kann das gut sein. Also ich glaube irgendwie so eine gut gemachte Statistik, die oder halt so richtig, wer empirisch irgendwas nachweist, der versucht auch an der Wahrheit zu bleiben. Ja. Aber wenn es darum geht, halt irgendwie sich gut zu verkaufen, dann wird auch gern mal hier und da aufgerundet, klar, oder abgerundet, ja, ja. Natürlich. Ja, ich habe jetzt, das werfe ich mal kurz ein, von der Fingerstatistik gehört, und zwar das Fusion Festival ist ja jährlich, letztes Jahr hat es ausgesetzt, aber dieses Jahr ist es wieder, und es ist ja so ein, fast schon so eine Art Volkssport geworden, bei der Fusion über den Zaun zu klettern. Und seinen Finger zu verlieren, ja. Genau. Die Fingerstatistik besagt nämlich, ist die Anzahl der Finger, die da jährlich gefunden wird. Und es sollen um die 30 sein, jährlich. Wahnsinn. Die abgegeben oder gefunden werden. Ja, also. Ziemlich eklig. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, die meisten Leute, die über den Zaun klettern, die machen das gar nicht alleine, sondern die nehmen Kumpels mit. Mhm. Und ich schwöre dir, wenn du einen Kumpel hast, der irgendwie mit einem Ring oder so an so einem Zaun hängen bleibt und seinen Zimmerfinger verliert, du holst den Finger natürlich runter und versuchst, den irgendwie dran zu nähen. Ab ins Sunny. Das heißt, voll, also da gibt schnell Eis drauf und irgendwie, man kann ja echt sau viel noch retten. Ja. Von daher, dass Leute ernsthaft dann ihre Finger da hängen lassen, 30 das Leute. Das sind dann abgegebene und gefunden, also diese Vorfälle bei den Sunnies plus. 30 Finger, ja, pff. Das ist ganz schön viel, also keine Ahnung. Ja, schon hart. Wenn das stimmt, auf jeden Fall eine Tragödie. Also ich habe es sogar so aus relativ naher Quelle, so, aber... Ja, okay. Ja. Aber du hast alle Finger noch. Ich habe alle Finger noch. Hast du schon mal schön Eintrittskarte gekauft. Ich hatte immer Glück bei der Lotterie, ja. Ja, korrekt. Ich habe nämlich daraufhin dann auch in so Klettererforen, Zaunklettererforen aufgehalten. Und da ist auch so ein Typ dabei, der einfach jedes Jahr zur Fusion taucht. Und er sagt, das ist bombensicher mit Schnorchel und Flossen, Schwimmflossen durch so ein Kanälchen durch. Ja. Und dann kommt so ein Teich an. Also ich habe auch einfach einen guten Kontakt. Ich kann da einfach, ich gehe einfach auch immer einfach so hin. Ich gehe da einfach hin, ich komme schon rein. Irgendwen kenne ich immer, der da spielt oder so. Aber wir haben da vor ein paar Jahren auch mal gespielt. Mit Panik Panzer zusammen habe ich da mal ein Konzert gegeben, 2006 oder so. Hm. Da war da noch gar nicht so viel los. Oder 2007, und da sind wir mit dem Wohnmobil reingefahren und haben auch voll viele Kumpels irgendwie unter die Bettdecke gelegt und so und haben die einfach so reingefahren. Also
Ich glaube, da sind immer mehr Leute als Eintrittskarten kaufen, da bin ich mir ziemlich sicher. Das glaube ich auch. Also das wird auch weiterhin so bleiben, glaube ich. Ja, ja. Das macht den Charme dieses Festivals aber auch aus. Aber auch, dass es so wirklich niemanden juckt. Also. Ah, also doch, ich kenne auch ein paar Leute, die da Seko machen und so, das sind ja oft so irgendwie Antifa-Leute und so. Genau. Und die haben natürlich, also die nehmen ihren Job dann auch gern mal ernst. So. Die ja. Aber und es wäre auch kacke, wenn das ist ja auch ein korrektes Festival. Also wäre kacke, wenn jetzt alle nur noch über den Zaun hüpfen oder dahin tauchen. Ich glaube auch irgendwie, das größte Problem war, dass ab einer bestimmten Anzahl Menschen das Polizei auf dem Gelände sein muss. Ah ja. Und ich mich auch immer deswegen wurde oder sollte dafür gesorgt werden, dass halt nicht so viele Leute über die Zäune klettern, weil ob sie jetzt eine Karte haben oder nicht, sie sind ja da. Okay, also ich weiß da nichts von. Ich kann, weiß auch nicht, weil das ist ja mega groß. Ich habe jetzt irgendwann mal, wir waren ja am Wochenende bei Rock am Ring, das sind glaube ich 90.000 Leute oder so und bei der Fusion waren 70 oder 60. Also ich habe das extra nochmal bei Wikipedia gelesen. Ich meine, vorletztes Jahr sogar 80. Oder 80, und ja. Da wurde mir dann immer, ich hatte immer 90 im Kopf, ja. Aber das waren diese 9 bis 10, die angeblich über den Zaun sind, also okay. 1.000 und 80.000 ist die offizielle Zahl, weil ich glaube sogar 90.000 sollte diese polizeiliche Grenze sein, ich bin mir nicht sicher. Ich habe von so einer Grenze halt noch nie was gehört, so. Aber das ist auf jeden Fall gefährliches Halbwissen, also falls das jemand weiß, soll er das gerne mal schreiben. Ich glaube dir auch kein Wort, um ehrlich zu sein, also weder deine Statistik noch, dass da das ist so eine Zahl, sagen, ne? Ab 90.000 Leute müssen die Bullen kommen, aber bei 85 nicht, das ist ja ein totaler Quatsch, um ehrlich zu sein. Ich habe das nicht recherchiert, ich erzähle das gerade so weiter, wie ich es gehört habe. Das ist Qualitätsjournalismus, Backspin, I like. Ja, aber wir sind ja auch nicht hier, um über die Fusion oder irgendwelche Festivals zu reden. Oder gefälschte Statistiken. Genau. Ich glaube eh nicht, dass diese Fingerstatistik eine offiziell erhobene ist. Ich glaube, das ist eher so eine interne oder sowas. Naja, das ist halt so, das ist so unrealistisch, wie dass es nie ein Polizist auf dieses Festival schafft. Ja. Natürlich sind da auch irgendein Spitzel wird da auf jeden Fall seine Runden drehen, 100 pro. Ja, da gehe ich auch von aus. Okay, wie kriegen wir denn den Bogen jetzt wieder zurück? Wo willst du denn hin, den Bogen spannen? Kann ich dir vielleicht helfen? Ich möchte gar nicht so viel über diese Therapie reden, weil du das auch schon in den anderen Interviews zum Album sehr ausführlich gemacht hast. Mhm. Zum Beispiel bei Jan Wehn oder bei Diffus, glaube ich, hast du es auch sehr ausführlich gesagt, falls sich da jemand für interessiert. Ja. Dann lobe ich die Kollegen mal. Ich würde sehr gerne mit dir, kannst du eigentlich aussuchen, worüber du als nächstes reden möchtest, über die Prinzen oder über deine Nebenjobs nochmal sprechen, aber nicht um die 5, die du schon genannt hast. Also wir können gerne auch über beides reden, die Prinzen und die Nebenjobs. Was war denn, also du hast ja deine Top 5 Nebenjobs schon mal für ein anderes Format benannt. Was ist denn der schlimmste Nebenjob oder der schlimmste Job generell, den du bislang machen musstest? Also am wenigsten schön fand ich, irgendwann habe ich Zeitarbeit mal gemacht. Das war eigentlich auch total skurril so, weil das war so eine komische Zeitarbeitsfirma, da bin ich hin und ich hatte halt gar keine Kohle mehr. Und das ist eigentlich, wenn du mich fragst, irgendwie aus Gewerkschafterperspektive ein Unding. Da kommen halt irgendwie Leute hin, haben ganz mickrige Arbeitsverträge, kriegen auch voll wenig Kohle und dann werden diese Arbeiter halt irgendwie an Firmen ausgeliehen, die immer nur kurzzeitig Leute brauchen und für diese Firmen ist es halt einfacher, da noch jemanden zwischenzuschalten, weil die Leute dann einfach gar keine Ansprüche mehr haben auf Urlaub oder auf irgendwelche Versicherungen oder Kündigungsschutz oder so. Ja. Also Zeitarbeit ist vom Konzept her schon mal richtig widerwärtig, aber ich musste irgendwann, weil ich einfach Kohle brauchte und habe dann da abstruserweise für eine Firma die Computer fürs Arbeitsamt gemacht hat, musste ich immer diesen Arbeitsamt-Computer, wo auch so ein Arbeitsamt-Symbol drauf war, musste ich aus so einem Karton rausholen, eine etwas zu lange Schraube, die irgendwie da drin Kurzschlüsse erzeugt hat, weil sie zu lang war, rausschrauben und so eine ganz kleine, die einfach fast nur so eine Abdeckung war, wieder reinschrauben. Also einfach nur Karton auf, dieses Ding so ein bisschen rausziehen, Schraube raus, Schraube rein, wieder zu so. Mhm. Und das habe ich 2 Tage geschafft. Am zweiten Tag habe ich gedacht, es geht einfach nicht so. Es war halt auch mega, ist so eine dekadente Situation, dass ich sagen konnte, ich
dann schnorre ich mir lieber irgendwie Kohle von meinem Bruder oder sowas, aber ich gehe auf keinen Fall mehr in diese Fabrik. Da waren halt Leute, die konnten sich das nicht aussuchen. Die mussten vielleicht ihre Familien ernähren oder waren auf dem Arbeitsmarkt einfach hatten noch beschissenere Karten oder so. Ja. Die mussten halt dann da bleiben. Ich zum Glück war dann in der Lage zu sagen, nö, dann lebe ich halt prekär. Wie alt warst du da? Anfang 20 irgendwie. Okay. Also genaues Alter weiß ich nicht mehr genau. Das war so der beschissenste Job und so der unmoralischste. Den habe ich einen Tag gemacht. Habe ich für Kabelfernsehen gearbeitet und ich dachte so, geil, ich kann in die Keller von den Leuten gehen und halt irgendwie Kabelanschlüsse legen und hab mir das dann irgendwie auch so ein altes Keyboard abquatschen, was da so rumsteht. Ja, genau, ich habe halt tatsächlich so, ich habe ja auch so ein bisschen Ahnung von so alten analogen Orgeln und sowas, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Hammond-Orgeln oder so, ich habe halt immer gehofft, eine Hammond-Orgel im Keller irgendwo zu finden. Aber ich habe mir das so vorgestellt, dass die Leute sich voll freuen, ah, der Kabelfernsehtyp ist endlich da, wir kriegen jetzt einen Fernseher so. Aber es war halt genau die Zeit, wo alle auch so Digitalfernsehen umgestiegen sind. Ich hatte eigentlich nur Kündigungen oder Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlt haben und musste Leuten den Fernseher ausmachen. Und es gibt Lebensrealitäten, in denen der Fernseher eine riesengroße Rolle spielt. So. Und wenn du den Fernseher ausmachst, geht das halt nicht klar. So. Und ich bin dann direkt die erste Familie, wo ich hing, also was dann mein Job, ich habe dann meine Arbeitsaufträge bekommen, mein Gebiet. Der Arbeitsauftrag war dann, bitte gehen Sie zu der Familie und machen Sie den Fernseher aus. So. Und dann dachte ich schon so, ach du Scheiße, bin da hin und habe mit denen geredet, habe halt geklingelt und meinte, ey, ich komme hier von der Firma, ihr zahlt euren Kabelfernsehen nicht, ich muss euch das jetzt ausmachen oder ihr bezahlt. Dann meinten die haben kein Geld. Dann schreien da so Kinder im Hintergrund. Im Hintergrund lief auch der Fernseher und so. Habe ich gesagt so, ey Leute, scheiß drauf, ich lasse euch das einfach an. So, also ich habe es wirklich nicht geschafft, den Fernseher auszumachen. Dann bin ich weitergefahren und hatte dann irgendwo, sind Leute ausgezogen. Dann ziehen, wenn neue Leute einziehen, kommt dann der korrekte Kabelfernsehtyp und sagt, hey, ich bin gekommen, ein Kabel zu verlegen. Macht Ding Dong, hallo, wollt ihr das Kabelfernsehen behalten? Weil ihr müsst es dann bezahlen. Dann sagten die so, wollen wir nicht und so. Und dann habe ich denen das halt ausgemacht und dachte auch so, ey, das interessiert doch keine Sau, weil im Endeffekt, du hast im Keller halt so einen blöden Kasten, da ist eine Blombe dran, da kannst du ein Kabel rausziehen oder reinstecken und so verlegst du das Ding, ja. Also das macht jetzt, also je mehr Leute im Haus das gucken, das macht für die Kabelfernsehen-Leute macht das keinen Unterschied. Das ist nicht teurer oder so, weißt du, du klaust niemandem was. Ja. Und ich habe irgendwie nach 2, 3 Kellern, die ich mir dann so durchsucht hatte und habe ich sofort gemerkt, so jetzt irgendwie ständig irgendwelchen armen Leuten ihren Fernseher auszumachen, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Bin einfach zu allen meinen Kumpels gefahren, habe denen allen Kabelanschluss gelegt, mir selber natürlich auch. Und dann bin ich zurückgefahren und habe am selben Tag noch gekündigt, habe denen ihre Blomben und so wiedergegeben. Und so ein Boss-Move, so auf den Tisch geknallt. Hab gesagt, so Leute, sorry, so war nichts für mich. Ja. Okay. Krass, aber wie viele, hast du dich so von Nebenjob zu Nebenjob quasi gehangelt? Oder weil du ja so unfassbar viele gemacht hast? Ja, ich habe jetzt da ja nur 5 aufgezählt, jetzt nochmal 2, genau. Das sind nur 7. Und dann aber auch diese 5, die du dann da aufgezählt hast, da kann man ja auch mal kurz zusammenfassen. Also einmal klassisch Zeitung austragen, habe ich auch gemacht. Bei mir war es die Fernsehzeitung. Nice. Die konnte man halt leider nicht wegwerfen, so wie du es gemacht hast mit den Prospekten. Ja, weil die wollen die Leute haben, ne? Fernseher ist Boss. Genau, und das war dann auch so eine richtige abonnierte Zeitschrift. Und ja, okay. Habe ich aber auch nicht lange gemacht, war kacke. Dann hast du als Künstler sozusagen in einer Kirche gearbeitet. Klanginstallation, als, ja. Genau, als Klanginstallateur. Aber das war auch nur so ein einmaliger, ich habe noch so richtig abstruse Jobs in dem Bereich gemacht. Ja. So. Ich habe zum Beispiel mal mit so einer Firma Sachen gemacht, die haben so Goethe-Institut-Projekte entwickelt und durchgeführt. Und da haben wir halt auch so Radioprojekte gemacht mit irgendwie Kindern und mit verschiedenen Leuten, mit vielen in Ostafrika rumgereist, so mit Puppentheatern. Und dann riefen die irgendwann an und meinten, ja, wir brauchen irgendwie einen Gastdozent für Radiojournalismus an der Universität in Jerewan. Ob ich das machen könnte? Da meinte ich, ja klar, kein Problem. Und dann, weil du hast doch Plan von Radio und Radiorecht, so ja, habe ich. Also, dann habe ich mir ein Handbuch für Radiojournalismus gekauft. Da stand auch nichts darüber irgendwie. Hab mir irgendwie so einen blöden Vortrag ausgedacht und dann haben sie mich echt nach
Jerewan geflogen. Und ich habe dann in Kaukasien an der Uni deutsches Radiorecht gelehrt. Also so, ich hab auf jeden Fall noch ein paar heiße Stories, was meine Jobs betrifft im Feuer. Ja, also aber wie schafft man das, so viel Quatsch zu machen? Also einerseits wahrscheinlich sich irgendwie in dem Moment, das klingt ja auch aus jeder Story so raus, sich für den in dem Moment leichtesten Weg zu entscheiden. So, oder nehmen, was einem so quasi so auf die Füße fällt. Ja, ich musste auch immer kreativ sein. Das Ding ist einfach, ich habe dadurch, dass ich recht schnell von Schulen immer geflogen bin und mir das halt total schwer fiel, war das für mich immer unmöglich, mich irgendwo schriftlich zu bewerben. Mhm. Das heißt, ich musste immer irgendwie über Connections oder über Initiativbewerbung, dass du einfach irgendwo mal klingelst und sagst, hier, ich kann dies, das, Sachen machen. Und tatsächlich mache ich auch vieles von dem, was ich mache. Also mehr oder weniger bin ich ja Hochstapler, weil ich in so unterschiedlichen Branchen immer sage, klar, ich mache das und so. Aber tatsächlich habe ich viele Sachen davon auch gut gemacht. Also ja, jetzt ein Comedy-Programm zu improvisieren. Auf dem Bochumer Weihnachtsmarkt. Ja, das funktioniert natürlich nicht gut. Ja. Da war ich natürlich unglaublich schlecht. Aber ich glaube, so als Gastdozent für Radiojournalismus bin ich gar nicht negativ aufgefallen. Ja. Also das wird. Oder als Aqua-Filialleiter. Ja, auch das hat, glaube ich, von den Leuten da keiner bemerkt, dass ich eigentlich keine Ahnung habe von Telekommunikation. Ich hatte da noch einen Kumpel, der hat für die Telekom gearbeitet. Die haben halt richtig Ausbildungen gemacht. Ne? Mhm. Die peilen halt wirklich, wovon sie reden. Aber diese Aqua-Partner-Shops, so, da sind nur unqualifizierte Leute drin. Also ich habe selbst einen Aqua-Vertrag. Also ich weiß, wie unqualifiziert die sind, wenn ich einmal mit denen über meine technischen Probleme rede. Ja, herrlich. Ich habe mal in einer Fleischerei in der Waschstraße gearbeitet als Ferienjob. Ich brauchte unbedingt einen Ferienjob und das war das Letzte, was irgendwie so machbar war. Das war widerlich. Ja, stelle ich mir auch nicht gut vor. So Kisten mit entweder Marinade oder noch so Resten, sage ich mal. Fleischabfälle und so. Genau, also immer so ein halber Schweinekopf oder so. Und dann in so eine 60, 70 Grad heiße Waschstraße reinstellen, nachher die Kisten wieder rausholen. Aber wir haben, ich habe das mit so einem Kumpel zusammen gemacht. Und wir haben dann immer Trockeneis geklaut. Das war cool. Ja, voll. Ja. Damit kann man irgendwie viel Quatsch machen. Da kann man sehr viel Quatsch mitmachen. Hält sich aber in der heimischen Tiefkultur nicht so lange. Ja, ja, das ist makaber, die Waschstraße in der Fleischerei. Ich sollte so erst so Würstchen machen, weißt du? Ja. Diesen Darm und sowas, aber das konnte ich nicht. Da war ich. Warst du einfach so ungeschickt. Verkackt einfach, ja. Haben sie noch einen Tag gesagt, der Bengel muss in die Waschstraße. Am krassesten fände ich ja irgendwie diesen Bolzenschussgerät-Job dann zu machen. Also, oh, ja. Ich würde auch nie in einer Fleischerei arbeiten. Weiß ich aber nicht, ob ich so einen 17-Jährigen so ein Bolzenschussgerät am Vertrauen würde. Ich auch nicht. Also ich würde es nicht machen. Oh Gott. Aber das ist eigentlich so meine Kernfrage, weil wenn du so viele Jobs gemacht hast, so, dann musst du es ja, so war das. Was für ein Zeitraum war das denn alles, so von jugendlichem Alter bis so Ende 20, oder? Ja, also so Prospekte austragen und so habe ich angefangen mit so 15 oder so und jetzt bin ich 35 und seit so 3-4 Jahren lebe ich von Antilopengang und davor habe ich irgendwie auch immer irgendwelche Nebenjobs, irgendwelches Zeug gemacht, um mich über Wasser zu halten. So. Also ich sag mal, 15 Jahre habe ich mich irgendwie mit Jobs durchgekämpft. Du hast ja auch mal ein Studium abgebrochen, hm? Musiktherapie. Genau. Richtig. Da hast du, glaube ich, drüber gesagt, dass du es einfach nicht geschafft hast, obwohl du dich dafür interessiert hast, 5 Tage lang die Woche oder vielleicht 6 jeden Tag das Gleiche zu machen, oder? Ja, voll. Da muss man halt auch dazu sagen, ich bin ja auch durch Hochstaplerei in die Uni gekommen. Ich habe eigentlich keine Hochschulzugangsberechtigung. Ich habe halt Raps die 11. überhaupt selbst? Ha? Rappst du selbst? Oder? Ich habe ja mit Panik Panzer und Kolja habe ich auf jeden Fall habe ich zwei Leute, die mir helfen. Aber einen 16er auf der Bühne durchrappen schaffe ich nicht. Also wirklich nicht. Dann da fehlt mir die Luft. Ich bin Kettenraucher. Ich brauche immer ein Backup-MC, sonst funktioniert das gar nicht. Ja. Und technisch so anspruchsvoll ist das jetzt auch nicht. Also die Platte ist echt super, aber aber richtig guter Rap ist das nicht. Ja, das muss man, ist einfach so. Das lebt von irgendwie vielleicht vom Charme oder sowas, aber nicht
weil ich jetzt so ein geiler Rapper bin. Witzigerweise habe ich das, habe ich vorhin jemanden Ming-Vase gezeigt. Ja. Den du vielleicht, Dennis Kraus, kennst du vielleicht? Mhm. Und der hat gesagt, ist geil, aber Rap ist das nicht. Nee, das ist aber auch wirklich kein Rap. Ja. Weil das ist ja so Sing-Sang, genau. Tring-Trang, tralalala. Genau, aber er, ja, er hat quasi genau das auch so gesagt. Ja, aber zurück zur Uni. So, ich hab, da habe ich halt irgendwie mit einem Halbjahrszeugnis der 11. Klasse, wo dass die in Holland nicht verstanden haben, was das für eine Schulform ist, habe ich denen gesagt, ja, ja, damit kann ich studieren. Dann haben die gesagt, ja, okay, dann kannst du halt hier studieren. Ich habe halt auch dann so ein Kolloquium gemacht und halt mit den Professoren und Mentoren irgendwie gequatscht. Und die haben dann verstanden, dass ich genauso qualifiziert eigentlich sein müsste, wie jemand, der Abitur gemacht hat, für, in diesem Fachbereich zumindest. Mhm. Aber tatsächlich das, was ich mich an der Schule so genervt hat irgendwie, also sich einfach auch mit Grundlagen zu beschäftigen, die gar nicht so interessant sind, die dir aber trotzdem irgendwann vielleicht weiterhelfen. Oder irgendwie konstant 5 Tage die Woche, jeden Morgen um 8 Uhr da sein, komme was wolle, und sich jeden Nachmittag hinsetzen und den Stoff nochmal wiederholen, damit du halt gut bist in der Schule. Das habe ich halt in der Schule nicht geschafft, und das ist mir auch schon, dann ist mir auch im Studium wieder auf die Füße gefallen. Mhm. Also da kam erschwerend auch noch hinzu, dass ich das auch in einer Fremdsprache gemacht habe, das Studium, die ich gar nicht konnte, aber die ich so von Anfang an so ein bisschen imitiert habe. Also ich dachte, ich kann also die Fremdsprache vortäuschen zum Beispiel, das geht eigentlich auch nicht. Die haben halt so irgendwas gesagt, um sich vorgestellt, ich habe das so ein bisschen imitiert und meinen Namen eingesetzt. Ich bin Daniel, ich bin 23 Jahre alt, ich kann nicht so gut Niederlands praten, aber ich habe Niederlands bei Auto gedacht, gelehrt. Das ist klingt niederländisch, ist es aber nicht. Mhm. Und das fällt den Niederländern irgendwie auf. Also, ich musste halt parallel zu dem Universitätsscheiß halt auch noch die Fremdsprache lernen. Und beides gleichzeitig so. Da kam mir das sehr gelegen, dass ich da noch ein anderes Angebot hatte. Und das habe ich dann lieber gemacht, als zu Ende zu studieren. Ärgere mich aber heute. Also ich glaube, ich wäre gerne, würde gerne therapeutisch arbeiten. Ich wär auch, hätte auch gerne das Studium abgeschlossen. Aber also, ist das für dich, könntest du das denn heute so 5-6 Tage lang die Woche das Gleiche machen? Das ist eine gute Frage. Also ich frage mich ja auch immer wieder. Oder einfach auch nicht dein eigener Chef sein, das ist ja auch so eine Sache. Naja, also das kriege ich eigentlich okay hin. Also es ist ja auch so, jetzt in so einer, also es ist jetzt, also Musik machen ist auch nicht jeden Tag ein Zuckerschlecken. Ne? Also wenn du, wir haben letztes Jahr um die 100 Konzerte gespielt, ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Abend dieser 100 Tage auf die Bühne gegangen bin und habe gedacht, was für ein geiler Tag, boah, habe ich jetzt Bock, erstmal alle zu fragen, wie geht's euch, alle Hände hoch, hallo, wir freuen uns sehr hier. Und ob es der linken Seite besser geht als der rechten. Ja, so ein Quatsch, so, weißt du, manchmal hast du einen scheiß Tag und dann ist das auch ein Job. So. Und manchmal musst du halt, also gibt es ja auch irgendwie, hat buchhalterische Seiten und so. Das ist auch nicht immer nur cool. Also ich will wirklich nicht jammern. Ich weiß, was ja, aber ich denke, wirkliche Arbeit bedeutet. Sollte doch jeder nachvollziehen können. Ja, ja. So. Aber das ist trotzdem auch ein Job manchmal und so. Das kriege ich einigermaßen gut hin. Und ich mache mir natürlich auch meine Gedanken darüber. Also will ich das wirklich, will ich halt wirklich irgendwie noch 15 Jahre lang Rapper sein und auf einer Festivalbühne irgendwie so 18-jährigen Leuten zurufen, wie geht's euch, alle Hände hoch, springt, habt gute Laune, keine Ahnung. Also vielleicht will ich das nicht, also vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich merke, nö, das Lebensmodell hat sich auch ausgespielt und dann würde ich vielleicht auch nochmal sowas machen. Aber im Moment bin ich ganz zufrieden mit meinem Leben. Ja, aber vielleicht entwickelt sich dir auch die Musik dahin, dass du keine 18-Jährigen mehr vor dir stehen hast, sondern... Ja, hm? Also das bleibt ja zu hoffen. Also Hip-Hop hat auf jeden Fall so eine lange Geschichte mittlerweile in Deutschland, dass irgendwie wahrscheinlich wer auch immer als nächstes Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, absolute Beginner-Texte oder zumindest fettes Brot-Texte auswendig können müsste. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und dieses Album,
hast du ja dann mehr oder weniger zeitgleich mit der Therapie angefangen. Mhm. Habt ihr dann währenddessen auch getourt? Ja, also wir haben noch den ganzen Winter getourt und ich bin halt irgendwie im Festivalsommer ist ein Teil ausgefallen, weil Panik Panzer sich ja den Arm gebrochen hatte. Mhm. Dann hatte ich natürlich da noch irgendwie Zeit, ins Studio zu gehen und so. Und im Winter habe ich dann einfach zwischen so Tourblöcken mich einfach ein paar Nächte hintereinander immer im Studio eingeschlossen, um das irgendwie abzuschließen. Ja, weil es ist ja ein extrem reflektiertes Album. So, und ja auch irgendwie, also dass du es während der Therapie geschrieben hast und dass es sich alles darauf bezieht, das sagt ja schon ziemlich viel aus. Und du hast mal gesagt, dass Musik für dich Therapie sein kann, aber dann musst du dich darauf wirklich voll drauf einlassen können, so nachts in dein Zimmer sitzen, Beats bauen, keine Ahnung, schreiben, rauchen und so weiter. Also, dass es wirklich ein zeitlicher Aufwand auch ist, überhaupt in dieses Stadium zu kommen. Ja. War das möglich bei dem Album? Ja, also, ich sag mal so, du hast nicht den Garant, wenn ich jetzt 3-4 Tage am Stück Zeit habe, dann ist das nicht der Garant dafür, dass ich da drin so den richtigen Run habe oder den richtigen Moment oder mir selber so nahe komme, dass ich irgendwie in dem kreativen Prozess da irgendwas über mich selber rausfinde oder da therapeutisch mit mir arbeite oder so. Das kann auch manchmal schneller gehen. Das ist so wie eine Begegnung mit anderen Menschen, weißt du? Es gibt Leute, die kennst du schon 10 Jahre, hast eigentlich keine Ahnung, wer die sind. Und es gibt Leute, die kennst du 3 Minuten und hast irgendwie einen Zugang. Mhm. Und genauso ist es halt mit Musik für mich auch. Es gibt so, du kannst 10 Jahre lang irgendwie irgendwas versuchen und es klappt nicht und manchmal macht's zack, zack, zack und das ist einfach da, so. Und also von daher, ich fand schon, also mir hat das auf jeden Fall gut getan. Und es ist schon auch bei dem Album und bei fast immer so, dass die persönlichsten Texte, die ich schreibe, und auch so Musik, die oft von Herzen kommt, dass ich die nicht mal veröffentliche, weil mir das dann doch auch zu nah wäre. Also ich mache viel so traurige Klavierstücke manchmal mit so FX Twin-mäßigen Noise Drums und schreibe irgendein trauriges Liebesgedicht, wofür ich mich am nächsten Tag wieder schäme. Zu cheesy, ja. Aber in dem Moment fühle ich das total und würde das dann auch nicht veröffentlichen. Ich habe gerade voll den Faden verloren. Worum ging's nochmal? Wie viel Zeit du überhaupt im Grunde für dieses Album hattest und ob du dich da so drauf einlassen konntest, in diese Grundstimmung überhaupt. Ach so, ja. Weil ihr ja, also ich stelle es mir so vor, wenn du so ein Album, so einen Produktionsprozess hast und zeitgleich diese Therapie machst und dann aber da immer wieder rausgerissen wirst, weil du, wie gesagt, ja auch Berufsmusiker bist. Ja. Und dann in, keine Ahnung, in Göttingen in der Musa stehen musst und performen musst. Ja, aber weißt du, so eine Therapie, offiziell gehst du da vielleicht einmal die Woche 50 Minuten hin und tatsächlich wirkt das bis in deinen Schlaf rein. Ja? Also je nachdem, womit du dich auseinandersetzt und was du so in dir aufwühlst und worüber du nachdenkst, träumst du sogar davon. Also du wirst es Tag und Nacht diesen Prozess nicht los. So. Ja. Und bei so Alben kann das auch sein, ja. Und man muss halt auch sehen, wenn ich auf Tour bin, das meiste, was ich mache auf Tour, ist warten. Also es ist jetzt, wartest, dass du ankommst, dann lädst du die Sachen aus, wartest, bis alles aufgebaut ist, dann wartest du auf den Soundcheck, dann wartest du auf den Einlass, dann spielst du das Konzert und dann packst du ein und wartest, bis der Nightliner wieder losfährt. So, das musst du halt irgendwie füllen. In der Zeit konnte ich mich natürlich auch dann irgendwie an meinen Computer klemmen und weiterarbeiten. Ja, klar. Du hast ja auch, als du die Therapie begonnen hast, hast du davon erzählt, dass du so eine Art Fragebogen ausfüllen musstest zu irgendwie einprägsamen Erlebnissen in gewissen Altersabschnitten. Die waren ziemlich präzise, glaube ich, so 0 bis 6, 6 bis 12 oder so. Also genau weiß ich nicht mehr, aber das ist so ein ganz klassischer Anamnesebogen. Genau, mir ist nämlich aufgefallen, als du es erzählt hast und ich mir das angehört habe,
dass ich sowas auch schon mal gemacht habe. Ja. Mit einem Kumpel. Er hat das aber so als Eisbrecher verkauft. Mhm. Und der hatte so 4 Zettelchen oder 5, weiß ich nicht mehr, und hat die zusammengeknüllt und auf jeden stand ein Begriff, irgendwie Liebe, Hass, Leidenschaft oder so. Und hat dann auch, also meinte so, zieh blind und dann erzählen wir das erste Ereignis, was uns zu diesem Thema einfällt im Grundschulalter oder im 13 bis 17 oder sowas. Ja. Und das haben wir dann durchgezogen. Ja, das hat mich auf jeden Fall, das war krass. Auf jeden Fall, das ist mir, also ich habe da auch schon häufiger von erzählt, so im Freundeskreis, weil es einfach ein lustiger Abend war und man da auch viel so über sein Gegenüber erfahren hat und sich selbst, weil natürlich mega lustige Geschichten bei rumkommen, aber dann, als ich es bei dir gehört habe, habe ich es in einen ganz anderen Kontext gesehen und hat mich im Nachhinein auch noch gut beschäftigt auf jeden Fall. Dann habe ich nochmal irgendwie ganz anders versucht zu reflektieren, was ich da überhaupt erzählt habe und so. Ja, ich glaube halt, dass da auch in jedem in jeder Lebensphase vielleicht dann dir andere Sachen einfallen würden oder so, dass das nicht allgemein gültig ist. Also, aber allein dieser Prozess, darüber nachzudenken. Ja, also vor allem, das war ja nicht eine Frage, sondern das war ein ganzer Bogen voller Fragen, die halt, und der auch professionell so gestaltet ist, dass der halt verschiedene Phasen deines Lebens abdeckt und auch verschiedene Bereiche deines Lebens, ja, ob das jetzt die Konstellation, in der du lebst, die Orte, an denen du lebst, die alles Mögliche, was halt dein Leben ausmacht, einfach umreißt. So. Und die sind schon sehr, sehr gut angelegt. Und wenn du das mal, also wenn man sich ernsthaft damit auseinandersetzt und das nicht so lapidar runterschreibst, so, dass allein das macht, also in mir hat das total viel aufgewühlt so, ne, und losgelöst. So. Und ich glaube, das tut total gut, sich ab und zu mal sein Leben anzugucken, um auch ein bisschen so ein Bestimmungs-, weißt du, so eine Ortsbestimmung zu machen. Wo stehe ich jetzt eigentlich so? Mhm. Und will ich das überhaupt so oder will ich das nicht so? Und wenn ich das nicht so will, was kann ich verändern? Aber dafür muss man halt auch erstmal gucken, wo komme ich überhaupt her und wie bin ich jetzt hier gelandet, wo ich bin? Ja? Und viele Entscheidungen, die man dann trifft, die trifft man nicht bewusst. Auf vieles, was passiert, hat man gar keinen Einfluss. Aber auch das ist total gut, sich einfach mal vor Augen zu führen. So. Was ist da von diesem ganzen Weg jetzt eigentlich mein Werk und was ist einfach bloßer Zufall? Ja? Und wie kann ich das verändern und wie kann ich damit umgehen? Für mich war das total gut. Hattest du dann so einen ähnlichen Effekt, als du private Altersvorsorge 2 gemacht hast? Weil das war exakt an diesen Fragebogen geknüpft. Also ja. Das war wirklich so insofern auch an den Fragebogen geknüpft, dass ich mir so einen alten Karton mal gesucht habe, wo so Erinnerungszeug drin stand. Hier, wir kriegen noch Besuch hier gerade. Also ich habe mir so einen Karton mit so Erinnerungen drin und so Sachen, die ich nicht wegschmeißen will. Mhm. Da war unter anderem auch diese Coming-Out-EP. So. Und ich habe mir den Karton auch so als Hilfsmittel genommen, um mal zu gucken, was habe ich da eigentlich gemacht? Also man verdrängt ja auch irgendwie voll viel oder vergisst voll viel oder beschönigt halt unglaublich viel. Und dann habe ich diesen Song an mich selber gehört und dann zurückgeschrieben. Aber das ist exakt diese Ortsbestimmung, dieses Lied. Wo bin ich eigentlich? Wo war ich vor 10 Jahren? Und wo bin ich jetzt gelandet? So. Ja. Ich habe mich auch durch deinen Song mit Sebastian Krumbiegel daran zurückerinnert, dass ich früher auch total Fan war von den Prinzen als Kind. Ja. So, das habe ich auch mehr oder weniger verdrängt. Und dabei hatte ich nur ein Album. Ich hatte nur das A Cappella-Album. Dieses mit dem roten Cover, wo die drei Könige, also die Frösche drauf sind. Oder die 5, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ja, aber ein Album. Wo alle Hits drauf waren, auf jeden Fall auch. Blaues, ich glaube, das Fahrrad hatte ich auch. Und Küssen verboten und alles Mögliche. Ja, also, weißt du, man erinnert sich dann, wir sind ja jetzt hier bei dem Toten Hosen Label gelandet, ne? Und ich dachte immer, ich habe überhaupt keine Berührungspunkte mit den Toten Hosen, bis ich dann mal vom Label zu einem Konzert eingeladen wurde und stand da und konnte jedes Lied mitsingen. Mhm. Und habe irgendwann in meinem Leben scheinbar mal eine Toten Hosen Phase gehabt, die ich total vergessen hatte. Und du kannst alle Lieder. Und genauso ist es für ganz viele mit den Prinzen so. Also jetzt war Sebastian Krumbiegel da und hat bei der Release-Show mit mir dieses Lied
zusammen performt und danach habe ich mir gewünscht, ob er nicht noch ein Geburtstagssternchen mir singen könnte und hat Fahrrad von den Prinzen gesungen. Neulich bin ich mit meinem Fahrrad und jeder Popel fährt ein Opel und so weiter. Ne? Und der komplette Raum hat mitgesungen. Ja. Die ganzen scheiß Antilopen-Fans kennen das Lied auswendig. So. Also es gibt vielleicht so ein paar jüngere Semester, für die ist das so, was ist das da, ja, habe ich noch nie gehört oder so. Aber die meisten Leute von so Mitte 20 bis Mitte 30, die kennen diesen Songtext. Ja. Dieses A Cappella-Album, ich habe nochmal nachgeguckt, das ist 97 rausgekommen, da war ich 6. Ja, siehst du mal. Und das ist natürlich dann auch ein krass einprägsames Alter scheinbar. Ja. Also ich habe die dann bestimmt, ich würde lügen, das sind bestimmt 4 Jahre. So, und das ist bestimmt, würde ich sagen, ist so ungefähr der Zeitraum, in dem Prinzen wahrscheinlich für mich geil waren. Ja. Und ich habe die halt ewig nicht gehört. Warum, also, ne, warum sollte man die Prinzen, also kommt man ja nicht auf die Idee, die Prinzen zu hören, es sei denn, es ist irgendwie, was weiß ich. Ey, aber auf der anderen Seite, ich mag ja so auch so 81er Punkrock oder so, ne? Mhm. Und ich mag irgendwie voll gerne die Band Ideal zum Beispiel. Mit ja, auch so, jetzt vielleicht nicht wegen Ideal direkt, aber an Ming-Vase hört. Ja, voll. Also, ne? Voll. Also das ist auch so. Ich habe direkt an Achim Reichel gedacht, ehrlich gesagt. Aha. Aber das Abgefahrene ist, die eine von den beiden Humpe-Schwestern von Ideal hat damals diese Prinzenalben produziert. Hm. Also diese ganzen, dieser komische Schweinerock und dann darüber so Gesänge, das ist eigentlich voll die abgefahrene Mucke. Wenn es so die in einem besseren Leben vielleicht sogar hätte geiler Punkrock werden können. Das Problem war, das waren halt irgendwie die Boys vom Tomala-Chor, weißt du, das waren halt keine Punker und man konnte aus denen auch keine machen. Aber das wurde so... Auch nicht mit roten Haaren. War ja so ein bisschen da voll, das war ja auch so ein bisschen inszeniert, ja, aber hat nicht so ganz geklappt, aber weil es einfach kein Punk ist, so, aber das hat auch so Anleihen, die man einfach, die eigentlich ziemlich geil sind. Also ich habe mir jetzt so mit ganz viel Abstand und wo man irgendwie auch mal ironiefrei und wertfrei sich das, wenn man sich das nochmal so anhört und einfach mal analysiert, merkt man so, okay, das ist, die Ideen sind schon ziemlich geil von dieser Musik, ja. Und auch so richtig krasse Rap-Songs, der Sicherheitsmann zum Beispiel, da versuchen die richtig zu rappen, ne? Das ist natürlich grottenschlecht, aber die versuchen. Ist das dann so Gottschalk-Level, oder? Ja, das ist so richtig so. Also solche Flows packen die aus. Das ist schon irgendwie auch geil. Ja, aber ich hab mich auch erschrocken. Ich habe dieses Album wieder angemacht und ich glaube, der erste Track ist gleich Küssen verboten und ich konnte es einfach direkt. Also, ja, klar. Ne? Also klar. Total heftig, wie das verankert ist. Aber dann hattest du ja trotzdem irgendwann, also wie jeder sich so von dem Prinzen wahrscheinlich irgendwann entfremdet hat, so. Ja. Du ja auch, aber dich hat es anscheinend so sehr geärgert, dass du irgendwann diesen Song geschrieben hast. Und das Feature war ja gar nicht vorgesehen. Ja, nee, das war tatsächlich nicht vorgesehen. Also ich habe diesen Song geschrieben, der eigentlich ein Diss-Track ist gegen Sebastian Krumbiegel. Aber auch ein lustig gemeinter Diss-Track war und ich muss sagen... Also man hört ja auch raus, dass du das durchaus zu schätzen weißt, was sie ja macht. Ja, also ich habe auch schon ohne, dass wir uns jetzt kennengelernt haben, dann nochmal bin ich allen möglichen Leuten mit Prinzen auf den Sack gegangen und wenn ich irgendwie auf so einer Party oder so, wenn ich mal auflegen darf oder so, dann spiele ich immer einen Prinzen-Song, so ist doch klar. Voll geil, das sind voll die Kracher. Und ich finde das heimlich auch, fand das auch immer total geil. Und wer so aufmerksam Antilopengang-Alben hört, hört auch überall die scheiß Prinzen raus. So. Ja, so ungefähr stelle ich mir die Dialektik der Aufklärung vor, bla bla bla. Das sind so genau diese Chöre, genau solche Sätze. Das ist halt ganz stark Prinzen beeinflusst, da muss man einfach sagen. Ich habe Prinzen gebeitet. Vielleicht hätte ich mehr Dirty SD beiten sollen. Aber es ist die Prinzen geworden. Man sucht sich nicht aus, ne? Ja. Voll. Und dann meldete sich halt durch einen gruseligen Zufall auf allen Kanälen Sebastian Krumbiegel, der Sänger von den Prinzen, und hat irgendwie Antilopengang gedickt und meinte, ey, er findet es voll geil. Der ist ja auch irgendwie so ein bisschen Hip-Hop-affin, hat so Tracks mit Flair und Echo und Co. gemacht und wollte halt, ist irgendwie über uns gestolpert und wollte uns mal kennenlernen, einfach, weil er das spannend findet, was wir machen. So. Und
dann habe ich irgendwann dem das Lied mal gezeigt, der hat sich total kaputt gedacht und jetzt plötzlich war er dabei, so, ja. Aber das ist für mich natürlich total skurril. Also ich habe jetzt letzten Donnerstag mit Sebastian Krumbiegel zusammen Fahrrad von den Prinzen im Duett gesungen an meinem 35. Geburtstag. Also so zig Jahre nachdem ich das zum ersten Mal gedickt habe und habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Mhm. Und klar, das hat auch irgendwie was Peinliches. So. Aber ist doch geil. Aber es ist total geil. Ja. Ja. Also viele geile Sachen haben auch was Peinliches. Ja, zum Beispiel nackt Spaghetti Bolognese essen. Ist auch ein bisschen peinlich. Das ist also dein ist aber voll Pleasure, geil. Da fällt mir gerade ein, du hast doch auch, du zitierst Andreas von Frauentausch auf deiner Platte. Tatsächlich, ja. Ja, ist mir so zwischendurch aufgefallen. Mhm. Ist es nicht sogar, ist es auf Piss in den Käfig? Nee. Es ist auf Ming-Vase. Ah, okay. Mhm. Piss in den Käfig, darf, wo, wenn ich es gerade eh gesagt habe, bin ich gerade auch so ein bisschen von betroffen. Ich bin nämlich von Eimsbüttel. Mhm. Ich habe relativ genau Sternschanze gewohnt, zur Zwischenmiete. Ah, okay. Und musste jetzt umziehen und habe zusammen mit einer Freundin eine Wohnung gefunden. Roter Baum. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt hier in Hamburg. Mhm. Aber ich glaube, es ist der Bezirk mit dem höchsten Einkommen pro Kopf. Okay, liegt, glaube ich, doppelt so hoch wie der Durchschnitt in Hamburg. Wahnsinn. Und wir haben da einfach nur Glück gehabt, eine Wohnung gefunden zu haben. So. Mhm. Musste uns natürlich auch als Pärchen ausgeben und so, damit das alles überhaupt klappt. Aber man merkt das halt krass. Die Wände sind draußen alle sauber. Mhm. Es ist sehr juppig. Ja. So. Und ich wohne da jetzt seit, der Umzug war dieses Wochenende. Mhm. Ich wohne also jetzt seit effektiv 2 Tagen. Und ich fühle mich noch so ein bisschen fremd da. Und nicht, also die Wohnung ist super und die WG ist auch super, aber ja. Die Gegend ist sehr steril wahrscheinlich. Denkt, ja. So, ich habe keinen fußläufigen Kiosk. Ich wusste gar nicht, dass das auch möglich ist hier so in Hamburg. Ja, scheiße. Also ich muss mich aufs Fahrrad setzen, wenn ich abends um 11 was brauche oder so. Also das ist, weiß nicht, würdest du lieber da wohnen oder in einer Gegend, wo alles so schön mit per Stadtauftrag Street Art schöne Gemälde an den Wänden und so. Weißt du, ich finde halt diese städtisch subventionierten Street-Art-Scheiße, so, ich finde das halt tatsächlich noch schlimmer als Buffen. Also ich finde irgendwie, Graffiti wegputzen ist auf jeden Fall ein Unding. Alle Firmen, die sowas machen, sind scheiße, weil da auch teilweise Sachen, also echt richtig geiles Zeug weggeputzt wird und die einfach kein Verständnis dafür haben. Was ich aber noch perverser finde, ist, dass sich dann stattdessen so Gemeinden und Städte halt dann den guten Graffiti holen und gegen den schlechten Graffiti austauschen und das dann so übermalen lassen, so dass halt irgendwie das für alle Beteiligten noch schön ist. Dadurch, ach, das ist aber schön. Ja, so, weißt du, noch so ein fotorealistisches Charakter daneben, damit auch die Oma irgendwie versteht, dass das Kunst sein soll, ja. Hm. Und das ist für mich halt so das absolute Gegenteil von dem, was es sein könnte, ja. Dass man irgendwie sagt, hey, ich bin hier, ich gehe mit dem Feuerlöscher raus und mache hier Bams und der Moment ist geil, in dem ich es mache und nur darum geht, so. Ja. Und irgendwie nicht, also auch diese Idee, sich hinter einem Kürzel zu verstecken und niemandem zu sagen, was es ist, das unterwirft sich nicht wirklich einer Verwertungslogik. Weißt du, du kannst halt so als Firma in jeder scheiß Hausfassade dir deine Werbefläche kaufen, ja, aber Leute, die so rausgehen und einfach mit Steinen in Telefonzellen kratzen, so, die haben was ganz anderes im Hinterkopf. So. Und das ist was mir sehr gefällt. So. Wenn es dann geputzt wird, ist es schlimm, aber wenn es übermalt wird von so Arschlöchern mit so 3D-Styles und so, das finde ich halt so, also da Hopfen und Malz verloren und da frisst quasi die Revolution ihre Kinder. Hm. Also für mich ist das widerlich. Um jetzt auf die Frage zu antworten, wo würde ich lieber wohnen? Keine Ahnung, ich wohne am liebsten irgendwo, wo ich meine Ruhe habe, so. Und die habe ich da, die habe ich ja, da ja. Tatsächlich. Aber also ich verrate meinen Wohnort nicht, aber ich will im Moment auch nicht mehr da wohnen, wo ich eigentlich eintrinken gehe, weil ich Angst habe, dass ich dann auf Twitter nachlese. Wie die letzte Nacht war. Wie die letzte Nacht war, ja. Und einfach so in den einschlägigen Vierteln, wo
ich mich auch gerne bewege, mich dann Leute vielleicht auch trotzdem auf dem Schirm haben und das halt doch manchmal ich mich beobachtet fühle oder so. Mhm. Deswegen wohne ich jetzt auch woanders, aber ich weiß nicht. Also ich würde einen Wohnort nicht davon abhängig machen, wie viel Graffiti irgendwo ist. So. Nö. Aber ein Hauseingang und ein Aufzug, der halt so komplett vollgemalt ist, so, das ist halt, also finde ich halt voll geil. Und genau, ich liebe das aus, an Berlin. Das genau, so im Treppenhaus komme ich halt und jetzt stehen die Kinder wegen halt unten im Flur. Ey, ich liebe das voll, wenn du irgendwie so im Treppenhaus bis in die zweite Etage die Leute hochgehen, weil schon alles voll ist und die Leute irgendwann aufhören, das putzen, weil es eh immer voll gemacht wird. Ja. Da entsteht so eine krasse Dynamik und das wandelt sich so mit der Zeit. Und wenn du halt so einen Blick dafür entwickelst, wo, was, wie, wer dazukommt, verschwindet. Ja, oder noch geiler, irgendwie in der Kleinstadt, aus der ich komme, konnte ich eigentlich auch vielen, also ich wusste auch eigentlich, wer was macht. Die Szene war einigermaßen überschaubar und ich habe auch noch ein Gesicht und einen Mensch dazu. So. Also für mich ist die Stadt voller Freunde, so, ja. die halt sagen, hey, ich war auch hier so. Und das ist für mich halt voll geil. So. Hast du diese Aktion mitbekommen, ich glaube von der Telekom, dass man die Stromkästen bemalen darf? Nee. Das ist, glaube ich, vor 2 Jahren oder so in Gang gekommen. Diese grauen Stromkästen, die draußen überall rumstehen, wurden, glaube ich, irgendwann mal offiziell freigegeben von der Telekom zum Taggen und alles Mögliche. Wenn man das andere in Ruhe lässt. Oder? Genau, wenn man das andere in Ruhe lässt. Und da haben sich dann aber dann auch, ich glaube, auch nur so Kleinkünstler, Künstler und solche, die es sein wollen. Also Barbaras und so, ja. Quasi mit dem Tuschkasten da den Nachmittag hingesetzt und im Stuhl. Ja, es ist auch irgendwie, also das macht dann irgendwann auch keinen Sinn mehr. Also, und das ist vielleicht das, was ich dann da meinte. So. Und das, also es wird halt wirklich, also ich finde die glatte, graue Fassade, ja, die so oberflächlich ist, wie die Menschen, die es entworfen haben, so, die ist wenigstens nicht. Also die finde ich irgendwie, da erkennt man wenigstens die Oberflächlichkeit dran. Aber da, wo der Werbeagentur, Social Media Profi gesichtstätowiert ist und da, wo irgendwie der super Street Art Artist eingekauft wurde, um das böse Graffiti zu übermalen, so, da erkennt man halt überhaupt keine Fronten mehr. Da hat sich alles nur noch so komplett verwaschen. So. Oder wenn Bus und Bahn mit Graffiti-Look zur Werbefläche genutzt werden. So, das finde ich auch ganz schlimm, wenn die dann so poliert sind. Und ja, ja, also das ist halt dann so undurchsichtig und undurchschaubar und dann da verschwimmt alles nur noch zu einem großen neoliberalen Brei. So. Und das finde ich halt ekelhaft. Ja. Gehe ich ganz offen zu. Auch alle Street-Art-Artist-Arschlöcher haben Hausverbot auf allen meinen Konzerten. Die sollen auch die Platte zurückgeben, sollen die wieder umtauschen. Sollen schön zum Mediamarkt gehen oder Amazon oder wo, die haben es ja wahrscheinlich im Internet bestellt, diese Leute bei Amazon wahrscheinlich, sollen die bitte wieder zurückschicken, haben ja 14 Tage Umtauschrecht. Das ist nichts für euch. Ich denke, nächste Woche brechen die Einkäufe ein. Ist so voll in Ordnung. Dann gehe ich mit Pauken und Trompeten vor die Hunde. Das war eh mein Plan, langfristig. Ja, ich bin mir recht sicher, dass du auf jeden Fall einen Job findest. Ja, ich glaube auch. Ich mache mir da keine Sorgen, ich schummel mich schon irgendwie durch. Vielleicht fange ich ja bei Backspin an irgendwie. Wir haben tatsächlich, ein Rapper interessiert sich tatsächlich für ein Praktikum bei uns, aber ich sag dir nicht, wer. Ich spekuliere mal, also Panikpanzer ist es nicht, das weiß ich. Vielleicht Kolja, ich bin mir ziemlich sicher Kolja. Das ist privat, okay. Das darf ich nicht. Okay, falls, vielleicht veröffentlicht er bei uns bald Newsartikel, das seht ihr dann anhand des Kürzels. Ja. Ich danke dir erstmal, dass du hier warst. Ja, danke für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht. Freut mich sehr. Hört in das Album rein, ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr gut. Wurde auch, ich glaube, überall gut besprochen, oder? Hast du eine schlechte Review gelesen? Nö, also fürs Album nicht. Das ein oder andere Video wurde irgendwie nicht so richtig gefeiert. Das wurde dann nicht verstanden. Ja, ja, weiß ich nicht. Also, aber das Album kommt ganz gut an. Diese Leute sind auf diese Masche irgendwie reingefallen. Ja. Hat geklappt. Wie, hier geht's nicht um Mütter. Scheiße. Naja. Ja. Es lohnt sich allein schon für die Röpse am Ende mit Jamila. So. Ja. Ja. Alles klar. Dann, danke nochmal. Ja, gerne. Wir hören uns bestimmt wieder irgendwo mal. Bestimmt. Gut. Vielen Dank für die Einladung. Ciao. Backspin.